Hallo, ich begrüße euch zur dritten Folge Bike mit Leo Kast. Na, wie man sieht, sind wir heute nicht auf dem Trail oder im Bikepark, sondern in meiner Werkstatt. Heute gehen wir auch nicht zusammen biken, sondern werde ich euch heute ein paar Bike-Setup-Tipps und Wartungstipps geben. Ja, fangen wir mit dem Lenker an. Was gibt es da zu beachten, wenn ihr euch einen neuen Lenker zulegt? Für Downhill, Freeride und Enduro-Fahren würde ich immer einen sehr breiten Lenker wählen. Also hier der ist zum Beispiel 790 Millimeter breit. Für mich wäre 780 wirklich das Mindestmaß. Muss halt schauen, wenn du ein junger Kerl bist, 12 Jahre alt, dann bist du noch nicht ausgewachsen, dann brauchst du natürlich einen kleineren. 760, denke ich mal, müsste meistens passen. So, aber für alle anderen ab 780 aufwärts. Ob es dann auch ein 800 mm Lenker sein muss, muss man sich überlegen oder mal Probe fahren. Wie gesagt, ich habe halt 790 mm, für mich optimal, komme damit super klar. So, ja, wie stelle ich den Lenker richtig ein? Zeige ich euch mit dem ausgebauten Lenker, was es da zu beachten gibt. Und zwar ist das hier ein Riser Bar, es gibt auch einen Flat Bar, der hat nur eine Kröpfung. Hier, das ist ein Riser Bar, der hat zwei Kröpfungen: einmal die Kröpfung nach oben und einmal die Kröpfung nach hinten, die ab hier beginnt. Ja? Vielleicht ja zu sehen. Da muss man beachten, dass wenn man den Lenker einbaut, dass die Kröpfung, die nach hinten geht, nicht nach unten zeigt. Ja, weil das bildet eine unbequeme Haltung auf dem Fahrrad. Ihr müsst eure Handgelenke noch mehr verschränken. Ja, besser ist, wenn ihr den Lenker relativ gerade einbaut, also dass diese Kröpfung hier horizontal, vertikal gerade steht. Und zwar so, dass sie vertikal gerade steht, nicht so nach hinten geneigt ist und auch nicht so nach vorne geneigt ist, sondern schön gerade. Und dann kann man vielleicht noch ein Stückchen nach hinten, je nach Geschmack oder je nach Größe des Rads und je nach Körpergröße. Das sieht man jetzt zum Beispiel hier in dem Rad. Da habe ich die Kröpfung relativ vertikal, ein bisschen nach hinten geneigt. Und das ist so die optimale Einstellung für mich, was ich auch gerne so weitergeben kann an andere. Die optimale Einstellung des Lenkers, so dass man halt bei der aktiven Körperhaltung einen sicheren und kräftigen Halt hat über den Lenker. Und ja, der ist halt so gegeben. Ihr könnt es mal ausprobieren, indem ihr einfach mal den Lenker so montiert, dass die Kröpfung hier nach unten zeigt. Oder stark nach hinten, nach unten. Wenn ihr versucht so zu fahren, das ist total unbequem und das drillt eure Ellenbogen immer wieder runter und das ist halt einfach verkehrt. Ja. So, der nächste Punkt wäre, wie stelle ich die Bremshebel richtig ein? Da gibt es auch so einen kleinen Standard-Tipp von mir. Moment, ich löse es mal. Also ihr habt neun Hebel montiert. Erstmal welchen Grad stelle ich das ein? Ob ich so einstelle, zum Beispiel Markus Klausmann, der deutsche Downhill-Meister, der fährt halt gerne so. Das ist Geschmackssache, man kann es einstellen, wie man es will. Aber ich empfehle, so eine Standardposition ist 45 Grad nach unten geneigt. Und dann kann man gucken, ob es man noch weiter nach unten braucht oder ein bisschen weiter nach oben. Aber 45 Grad passen eigentlich immer. Dann gibt es noch zu beachten, dass man die richtige Entfernung des Hebels zum Griff einstellt oder zu den Fingern. Das findet ihr so raus, indem ihr einfach mal ganz normal in den Griff packt, euren Finger ausstreckt und dann sollte der Griff nicht hier so zu greifen sein. Also klar, okay, wenn ihr mit zwei Fingern bremst, es ist vielleicht genau richtig so, aber heutzutage bremsen alle mit einem Finger, denn wir haben ja gute Scheibenbremsen. So, also wenn man den Finger so ausstreckt, dann sollte man den Bremshebel so montieren, dass man gerade am Ende des Hebels den Finger hat. Ja, dann ist das schön bequem, passt und man hat die größte Kraftübertragung. So ist halt der Bremshebel richtig eingestellt. Nächster Punkt wäre der Trigger, der Schaltträger. Wie stelle ich den Schaltträger richtig ein oder an welche Position des Lenkers schiebe ich ihn? Stelle den Schaltträger so ein,
dass die Hebel nicht über den Griff hineinragen, also nicht in diese Grifffläche reinragen. Hier bei mir steht es ein bisschen weiter über, aber das ist halt der Hinterbau dieses Hebels, das ist eine Shimano Saint Schaltgruppe und da hängt das hier noch ein bisschen weiter raus, aber theoretisch, wenn ich das so verdecke, ist die Schaltfläche hier direkt angesetzt an dem Griff. Ja, so ist es optimal, also so empfehle ich das. Vom Radius her kann man es so einstellen, dass man bei einer normalen Fahrt sowohl an den hinteren Trigger als auch an den vorderen drankommt, ohne die Hand nochmal verschränken zu müssen oder die Hand öffnen zu müssen, wie wenn es so wäre, ohne die Hand öffnen zu müssen, um an den Trigger dranzukommen. Ja? Insofern, das ist nichts. Es muss halt so eingestellt sein, dass man die Hand geschlossen hält und dann ein bisschen öffnet, um an die Trigger dranzukommen. Ja. Ja, dann haben wir hier noch diese Spacer. Mit denen können wir auch noch die Höhe des Vorbaus bzw. des Lenkers bestimmen. Ja, möchte ich ein bisschen mehr Druck auf dem Vorderrad, kann ich hier die Spacer rausholen und tauschen. Hier habe ich jetzt zum Beispiel einen 10mm Spacer drauf und hier sind es, das sind zwei Spacer, ein 2,5er und ein 0,5er. Ich könnte theoretisch den 2,5er könnte ich hier unten reinbauen, den 10mm hier oben und damit würde ich dann wieder den Lenker etwas absenken und hätte dann eine noch tiefere Front. Theoretisch da mehr Druck auf dem Vorderrad, aber das kommt dann halt auch wirklich auf die Körpergröße und auf die Körpermaße an, wie es für einen am optimalsten ist. Ja. Also damit kann man auch sehr viel spielen, rumprobieren, ne, wie es einem am bequemsten ist. So, dann hätten wir noch den Sattel. Ja, zum Thema Satteleinstellung gibt es ein paar wichtige Sachen zu sagen von mir. Und zwar habe ich den Sattel jetzt extra mal verstellt. Wie man sieht, ist der schön waagerecht eingestellt, so fährt man halt meistens Touren, das ist schön bequem. Ja, aber beim Down- und Freeride-Fahren oder allgemein bei Abfahrten ist das nicht so gut. Ja, also ich empfehle da immer, den Sattel etwas nach hinten zu neigen, so hat man mehr Freiraum mit den Beinen, wenn man gerade beim Downhill, wenn man Sprünge wegdrückt, dann ist man teilweise mit dem Oberkörper teilweise hier in so einer Position. Und da würde der Sattel in einer geraden Position eher stören oder schon näher am Körper sein, wenn man sich richtig tief reinlegt, als wenn er so nach hinten geneigt ist. Also bei Downhill Bikes sollten die Sattel auf jeden Fall so nach hinten geneigt stehen, nicht zu krass. Man muss halt schauen, dass man, wenn man sich draufsetzt, dass man nicht mit dem Hobbes runterrutscht vom Sattel nach hinten. Muss halt schon irgendwo bequem sein, dass man noch ein bisschen bergauf fahren kann damit. Aber nicht zu waagerecht. Ja. Also werdet das merken, wenn ihr den Sattel ein bisschen nach hinten stellt, dann werdet ihr bei Steilabfahrten, werdet ihr es leichter haben, beim Droppen werdet ihr es leichter haben und bei offener Kurventechnik bzw. Sportkurve fahren ist es auch sehr gut, wenn der Sattel so nach hinten geneigt ist. Ja, wenn man bergab fährt, steht das Fahrrad teilweise so und da ist es auch bequemer, wenn der Sattel ein bisschen nach hinten geneigt ist, dann kann man sich notfalls doch nochmal drauf abstützen, wenn man zum Beispiel mit den Schuhen von den Pedalen rutscht. Und wenn der Sattel jetzt waagerecht eingestellt wäre, könnt ihr euch vorstellen, da kann man überhaupt nichts mehr mit dem Sattel anfangen. Deswegen bei Abfahrten oder gerade bei Downhill-Bikes immer den Sattel nach hinten geneigt einstellen. Wie ihr den Sattel nach vorne oder nach hinten schiebt, kommt halt wieder auf die Körpergröße an, auf die Beinlänge. Müsst ihr selber rausfinden, wie es am bequemsten ist. Allerdings nicht zu weit nach hinten schieben, gerade bei den SDG-Satteln, der ist hier komplett aus Plastik. Wenn ihr den zu weit nach hinten schiebt und einmal richtig hier auf den Sattel drauf fällt mit dem Bobbes, dann könnte der Sattel kaputt gehen. Man muss halt auch beachten, dass wenn der Hinterbau mal bis auf Anschlag durchfedert, dass er auch nicht den Sattel berührt. Ja, also wenn ich das Ding jetzt komplett runter mache und den Sattel nach hinten neige, dann würde der Dämpfer noch nicht mal komplett auf Anschlag gehen und ich würde den Sattel jedes Mal berühren. Also da muss man auch gucken, dass man das Fahrrad so bzw. den Sattel richtig einstellt. Ja, der nächste Tipp wäre Kettenstrebenschutz. Ihr kennt das alle. Dieser Neoprenmist, der oft beim Neubike dabei ist, hält nicht. Er geht nach wenigen Wochen kaputt und sifft auch voll mit Öl und Dreck. Deswegen machen wir gerne hier diese Fahrradschläuche drauf.
Dabei gibt es aber auch was zu beachten. Man möchte immer ein bisschen Gewicht sparen an seinem Fahrrad. Man muss bedenken, so ein Fahrradschlauch wiegt 200 Gramm oder noch mehr, je nachdem, was es für ein Schlauch ist. Und oft wickeln halt die Leute so einen ganzen Fahrradschlauch, also nicht einen ganzen Fahrradschlauch, aber hier so einen Schlauch, schneiden sie einfach durch und dann wickeln sie den da rum. Ja, das ist aber unnötig, das ist zu viel Gewicht, muss nicht sein. Sieht dazu noch blöd aus und ich zeige euch, wie man das noch anders machen kann, wie es vollkommen ausreicht und auch noch schön schick aussieht. Und zwar schneidet man diesen Schlauch, schneidet man sich diesen Schlauch zurecht, also hier so längs, schneidet man sich so ein breites Stück, wie man braucht, ja, zum Beispiel hier so. Das sieht dann am Ende so aus und das Ding wiegt nichts und wenn man es um die Kettenstrebe wickelt, sieht das auch noch richtig hübsch aus. Das habe ich hier bei beiden Rädern gemacht, bei mir, hier beim Demo und beim Aim. Ich halte es mal ein bisschen höher, dass man das sieht. Ja, das ist schön schlank, schön dezent, hält und wiegt nicht viel. Wiegt nichts. 40 Gramm. Ja, das war's auch schon mit der dritten Folge von Biken mit Leo Kast. Eine sehr kurze Folge, aber okay, es war ja nur in der Werkstatt. Wichtig fand ich zu erwähnen, wie man den Sattel einstellt und den Lenker, weil das doch sehr viele Leute verkehrt machen und sich somit das Fahrradfahren schwieriger machen, als es ist. Also gerade das Downhill-Fahren. Und ich weiß, ihr wolltet eigentlich, dass ich mehr auf Dämpfer-Setup und Gabel-Setup eingehe, doch wie gesagt, das ist wirklich ein so tiefgreifendes Thema. Ich würde euch hier bestimmt erstens mal nichts Neues erzählen, was es schon im Internet tausendmal geschrieben stand, oder würde euch vielleicht das ein oder andere falsch erklären oder euch verwirren. Ja. Deswegen habe ich es hier kurz gefasst mit dem Fahrwerk-Setup und ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gut gefallen. Das nächste Mal sehen wir uns auf dem Trail oder im Bikepark und bis dann. Ciao.